Pikachu, was passiert hier? Schau mal da vorne! Das ist Arktos! Herztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Was ist das denn? Seeschauminseln. Ganz genau, wir sind gerade auf den Seeschauminseln, werden diese heute erkunden. Genauer gesagt, die Eishöhle und die darunter liegende Tropfsteinhöhle. Mal sehen, was wir hier alles entdecken werden. Komm mit, Evoli. Du findest einen Eisheiler. Ja, das ist ganz gut. Sollten wir vereist werden. Man kann ja nie wissen. Oh, ein großes Golbat und ein Trainercoach. Na, überrascht? Trainercoach, findest du an den verrücktesten Orten, wie zum Beispiel hier. Aber glaub mir, ich bin selbst am meisten davon überrascht, da ich diese Sache durchziehe. Dachte nicht, dass ich mich dazu durchdringen könnte, jeden Tag bis hierher zu kommen. Willst du kämpfen? Was anderes kann man hier ja nicht machen. Okay. Klare Sache, was sonst? Na gut, fangen wir an. Ich bin sehr gespannt. Was hast du denn für Pokémon? Wahrscheinlich Eis-Pokémon, wenn wir hier in einer Eishöhle sind, oder? Ich bin Ike. Und Eis-Pokémon? Tja, eben nicht Blitzer. War ja klar, natürlich. Pikachu, du bist dran. Elektro gegen Elektro. Blitzer könnte mit seinem Doppelkick einiges raushauen. Mal sehen, wie viel Plätscherwasser abzieht. Ja, leider nicht mal ganz die Hälfte. Oh, Pikachu, du bist in Donner ausgewichen. Sehr toll gemacht. Und gleich noch einmal. Los geht's. Wuhu! Schön mit Plätscherwasser. Und auch Donner geht hier daneben. Pikachu, was soll ich sagen? Du bist eine Wucht. Wuhu! Schön nochmal übers Wasser gecrashed. Genau so muss das laufen. So. Trainercoach Ike schickt jetzt Flamare in den Kampf. Da haben wir natürlich Giancarlo und Michelle für diese Sache, die hier gute Arbeit leisten können. Komm erstmal zurück. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Was machst du denn in der Tropfsteinhöhle? Also warum bist du hier in der Eishöhle als Trainercoach aktiv? Naja, es kommen immer wieder Trainer hierher, um ein Pokémon zu suchen, das es nur hier in der Seeschauminsel gibt. Ach ja? Kannst du mir mehr davon erzählen? Naja, nicht ganz. Ich selbst habe es leider auch noch nie gesehen. Es soll anscheinend ganz tief in dieser Höhle sein. Aber leider ist es gar nicht mal so einfach, ganz tief in die Höhle durchzudringen. Los, Flamara, Flamblitz! Wow, das war jetzt echt eine gefährliche Sache. Giancarlo, Siedewasser. Oh nein, Flamara, komm zurück. Du bist gar nicht mal so schlecht. Dankeschön, du bist aber auch echt gut. Aber erzähl mal mehr, also weißt du, um welches Pokémon es sich dabei handelt? Ja, das weiß ich. Es handelt sich nämlich um das legendäre Pokémon Arktos. Arktos? Noch nie gehört. Was ist das? Das ist ein wunderschöner und unglaublich starker Eisvogel. Wow, den möchte ich treffen! Tja, vielleicht schaffst du es, im Gegensatz zu den anderen Trainer und Trainerinnen, ganz nach unten in die Tropfsteinhöhle zu kommen. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf den Kampf. Hydropumpe! Oh, toll, ging daneben. Hätte setzt ihr nur starke Angriffe ein. Donner, Flammenblitz, Hydropumpe. Warum gab es eigentlich keinen Feuersturm? Wahrscheinlich, weil ich Aquana eingesetzt habe. Und Volltreffer, sehr toll, yay! Oh nein, Aquana! Komm zurück! Du bist echt gut. Du hast meinen größten Respekt verdient. Ausgezeichnet. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Da du dir die Mühe gemacht hast, den ganzen Weg bis hierher zu kommen, schenke ich dir was. Wow, 5 Sonderbonbons. Dankeschön. Ein Bonbonglas voller verschiedener Bonbons macht doch richtig gute Laune, oder? Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn euch Pokémon gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden und lustigen Videos mehr verpasst. Würde mich sehr freuen. Und hier haben wir ein Rosana. Rosana! Ein Pokémon, das leider keine Entwicklung hat, dafür aber eine Vorentwicklung, nämlich Cursilla. Gibt es aber leider nicht in diesem Spiel, erst ab der 2. Generation. Hyperball, komm, wir fangen's. Schade. Achtung. Bestimmt kommen jetzt die ganzen Insider, die jetzt schreiben, ach ja, weißt du, Rosana hatte damals ein schwarzes Gesicht, mittlerweile ist es lila. Ja, ja, ich weiß. Das musste leider Game Freak ändern. Ich weiß nicht,
was man alles herauslesen kann, nur weil ein Gesicht schwarz ist. Ach, Rassismus ist so idiotisch. Es tut mir leid. Warum kann man nicht jeden Menschen ganz normal sehen? Jeder Mensch ist einzigartig und was Besonderes. Also hört auf mit dem Quatsch. Rosanna, er scheint sich mit einem besonderen Rhythmus zu bewegen. Beim Laufen schwingt es die Hüften und sieht so aus, als würde es tanzen. Ja, sehr schön. Was hat denn das an den Seiten für Hörner? Im Kleid, komisch. Vielleicht komische Stöckelschuhe. Ein Jurob! Jurob, endlich sehe ich dich. Vielleicht finden wir auch noch die Entwicklung. Yugong würde mich extrem freuen. Ich finde Yugong super, super toll. Boah, großartig. Hä? Das war einfach fabelhaft, der Wurf. Der hat doch richtig gesessen, oder nicht? Toll. Hyper, der Hyperball war auch, ist auch nicht mehr das, was er einmal war. Na egal. Komm, 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 bleib im Ball, bleib im Ball. Ja. Jurob, wir haben dich gefangen. Juhu. Manchmal kann es so einfach sein. Und das gibt wieder Erfahrungspunkte für unsere lieben Pokémon. So, für Jurob ein Pokédex-Eintrag. Jurob, es bevorzugt eiskalte Lebensräume und schwimmt mit Vorliebe in minus 10 Grad kaltem Wasser. Uiuiui, das ist aber kalt. Und das mit Vorliebe? Na, ich weiß ja nicht. Hey, kennst du das, wenn du gerade mit Wuchtstoß ein paar Blöcke verschieben willst und dir dann andauernd wilde Pokémon in den Weg latschen? Ich benutze einfach eine Sprühdose Schutz, um sie von mir fernzuhalten. So kann ich ungestört Blöcke durch die Gegend schieben. Ja, das muss ich mir merken, falls ich jetzt Blöcke verschiebe und mich Pokémon nerven. Aber erstmal möchte ich dieses Fleckmon. Fleckmon! Fleckmon! Oh, ein netter Body Slam. Fleckmon! Fleckmon gefangen! So schnell kann es gehen. Klasse! Fleckmon wurde gefangen. Eine sehr, sehr schöne Sache. Fleckmon entwickelt sich auch in ein so schönes Pokémon in Lamus, das kennen wir ja bereits. Und Fleckmon, dieses Pokémon ist unglaublich faul und träge. Es faulenzt den ganzen Tag lang und schert sich nicht um die verstrichene Zeit. Echt? Den ganzen Tag lang faulenzen? Da hätte ich ein super schlechtes Gewissen, dass ich mit meinem Tag nichts Sinnvolles anfange. So ein unheimlich schwerer Block, aber die geheime Technik Wuchtstoß wird uns helfen. Evoli, komm! Pikachu zeigt uns jetzt einen Wuchtstoß. Wumms und... Ah ja, A drücken. Wumms. Njum. Theoretisch können wir hinterher. Ich gehe aber erstmal da nach oben. Und schau mir mal hier die Gegend ein bisschen an. In das Golbat möchte ich jetzt ungern reinlaufen. Aber ein Pokéball nehme ich gerne mit. Genauer gesagt, ein Fluchtseil. Damit wir im schlimmsten Fall flüchten können. Wer ist denn dieser Herr da oben? Halt, Beutelkontrolle. Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls je die Pokébälle ausgehen, komm bei mir vorbei. Das mache ich. Vielen Dank. So, jetzt haben wir hier einen Stein. Ich glaube, den sollte ich auch mal in diese Lücke reinwerfen. So, wichtig ist es, dass man den erstmal in eine Richtung schiebt, um dann das Ganze, ja, wie man schon sehen kann, nach links zu verschieben. Das unten könnte eine Eisfläche sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Sieht doch ein bisschen nach Moos aus. Daher habe ich das nach oben geschoben. Jetzt gehe ich mal die Leiter runter. Und auch hier wartet bereits ein Stein. Das ist wahrscheinlich der Stein, den wir gerade oben nach unten fallen lassen haben. Deswegen gleich noch hinterher. Jetzt können wir hinterherfallen oder wir gucken Fleckmon mal noch auf der anderen Seite. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo der richtige Weg ist. Aber wir schauen einfach mal gemeinsam. Hier gibt es nämlich noch die Leiter. Ich mag die Höhlenmusik total. Sehr geheimnisvoll und trotzdem sehr, sehr schön. Naja, Eis kann es nicht sein, sonst würde ich auch rutschen. Ich erinnere mich gerade an den Eispfad aus Pokémon Gold, Silber und Kristall. Da gab es Stellen, da ist man durch die Gegend gerutscht wie ein wildes Honigkuchenpferd. Ein Zubat. Ach, Zubat, tut mir leid. Dich zu fangen bringt auch nicht viel, denn du gibst nicht unbedingt viele Erfahrungspunkte. So, komm mit, Evoli. Wir gucken mal weiter. Eine Sprühdose Superschutz. Das ist gut, falls wir einen Stein verschieben. Die Pfadfinderin hat uns ja schon den Tipp gegeben, dass wir dann Schutz einsetzen sollen, falls die Pokémon uns doch irgendwie nerven sollten. Aber so passt das erstmal. Da ist ein Pokéball und da ist ein Stein, den wir verschieben können. Ich glaube, da konzentrieren wir uns als erstes darauf.
Und Evoli versucht runterzukommen. Nehmen wir die Leiter. So. Oh, ein riesiges Rosana kam da raus. Dann sind wir jetzt... Oh, Yugong! Das ist Yugong. Die Entwicklung von Europe. Oh, ein wildes Yugong. Das ist so ein sehr, sehr... Ein unglaublich schönes, ästhetisches, anmutiges Pokémon. Möchte ich fangen. Direkt nach dem ersten Wurf. Das nenne ich mal Glück. Leider kein schöner Wurf, aber immerhin direkt gefangen. 680 Erfahrungspunkte, na immerhin. Sehr toll. Ich finde sogar die schillernde Version von Yugong gar nicht so schön wie das Original. Yugong, sein ganzer Körper ist schneeweiß. Da ihm Kälte nichts ausmacht, kann es selbst in Eiswasser kraftvoll schwimmen. Ja, genauso wie Lapras ist Yugong von Typ Wasser-Eis. So, dann mal weiter. Uah, Fleckmon. Hallo, Fleckmon. Dich haben wir schon. Ein weiteres Fleckmon brauche ich nicht unbedingt. TM55 Eisstrahl. Unglaublich starke TM. Große Empfehlung, bringt es euren Pokémon bei, zum Beispiel einem Aquana oder generell Wasser-Pokémon können auch Eisattacken lernen. Eisstrahl. Schöner, toller, wichtiger Angriff. Unbedingt beibringen. Kapsel X Tempo. Damit wir auch mal ein bisschen Tempo machen können. Ein Yugong, ein Golbat. Was gibt's noch Schönes? Achso, ja, okay. Hier seht ihr diese Strömung. Und die Strömung muss man stoppen, indem man sie etwas verlangsamt. Denn wenn man das schafft, kommt man da nach vorne und da ist dann, naja, etwas ganz Besonderes. Aber vielleicht finden wir noch einen anderen Weg da hoch. Ich muss mich selbst noch ein bisschen zurechtfinden hier in der Höhle. Ich schiebe das mal nach unten. Und dann bräuchte ich noch einen anderen Stein für dieses Löchlein hier. Mit dem Stein kann ich nicht viel anfangen. Den werde ich erstmal wegschieben, dass er... Oh, Evoli, alles gut? Der rutschige Boden scheint es kurz aus der Fassung gebracht zu haben. Hey, alles gut, keine Sorge. Wir sind da. Selbst wenn du in das Loch fällst, wir retten dich. So. Dann schieben wir das nach oben. Und dann kommt das nach unten. Vor allem finde ich schön, dass man erst A drücken muss. Weil ich weiß noch, dass ich als Kind bei den Pokémon-Editionen Steine versehentlich zu weit verschoben habe. Komm, lass uns mal hinterher. Theoretisch... Ah ja, wir kommen genau dahin, wo ich mir das eigentlich auch vorgestellt hatte. Jetzt nicht auf Lapras, sondern wir surfen auf Pikachu. Also nicht auf Pikachu, auf dem Surfbrett meine ich. Pikachu fühlt die Spannung in der Luft und wirkt ziemlich nervös, angestrengt, aufgeregt. Ja, es ist soweit. Denn jetzt sehen wir etwas ganz Besonderes. Etwas, was ich wahrscheinlich schon am Anfang als Vorschau-Video hier in diesem Video gezeigt habe. Davon gehe ich mal stark aus. Carpador fange ich mir noch. Ein schönes Carpador aus der Seeschauminsel. Hier aus der Tropfsteinhöhle. Etwas ganz, ganz Besonderes. So, mal sehen. 105 Erfahrungspunkte finde ich schon mal super. Sehr, sehr toll. Super, super, super toll. Und hier gibt es noch Tentachas, riesige Tentachas, kleine Tentachas, fette Tentachas. Und, oh ja, da oben ist es, da oben ist es. Macht euch bereit. Spürt ihr diese klirrende Kälte? Es ist unglaublich kalt geworden. Denn da vorne ist es. Wir speichern das Spiel, so wie man das damals auch immer gemacht hat. Und jetzt, Achtung. Da vorne steht es, da vorne fliegt es. Das legendäre Pokémon Arktos. Pika. Pika. Pikachu, schau mal. Arktos. Jetzt gibt es einen Kampf. Arktos erscheint. Mehrere Statuswerte von Arktos wurden erhöht. Pikachu, du bist dran. Zeig diesen kleinen Vogel, wo hier der Hammer hängt. Kampfzeit, 5 Minuten. In 5 Minuten müssen wir es besiegt haben. Donnerwelle, schnell! Dann ist es schon mal paralysiert und nicht mehr so wendig. Achtung, Arktos kann sehr, sehr stark sein. Jeder Angriff, allein ein Eisstrahl von einem Arktos, kann sehr, sehr viel Schaden ausrichten. Pikachu, Donnerblitz, schnell! Sehr gut, damit die Hälfte schon abgezogen. Weiter so! Agilität. Es möchte schneller werden. Doch das bringt dir nichts, denn die Paralyse ist trotzdem noch drauf. Pikachu, beenden wir das Spielchen.
Donnerblitzattacke, schnell! So, und wumms! Geschafft! Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Arctos zu fangen. Aber ihr müsst euch vorstellen, ein legendäres Pokémon zu fangen ist nicht das gleiche wie ein normales Pokémon zu fangen. Normale Pokémon, klar, bleiben auch nicht unbedingt im Pokéball, aber nach dem 5., 6. Wurf hat man etwas Glück. Bei Arctos, generell bei legendären Pokémon, ist das nicht so. Ich habe keine Ahnung, wie viele Pokébälle oder Hyperbälle ich jetzt einsetzen werde, bis es im Pokéball bleibt. Ich dachte schon, ich habe direkt beim ersten Wurf Glück. das wäre es jetzt gewesen. Einfach fabelhaft. Komm schon. Das hätte mächtig viele Erfahrungspunkte gegeben, hätte ich einen fantastischen Wurf gemacht und Arctos direkt gefangen. So, komm. Bleib im Ball. Auch das hat nicht funktioniert, Arctos. Wir werden dich jetzt einschnappen. So. Hyperball. Komm, bleib im Ball, Arctos, wir wollen dich. Ah, Pustekuchen, Teppichtörtchen. Komm. Arctos fliegt so ganz elegant durch die Gegend und denkt sich, Entschuldigung, was machst du da? Wirfst du gerade mit Bällen nach mir? Das ist aber nicht gerade die feine, nette Art. Ja, das ist wahr, mein lieber Arctos, aber du musst verstehen, wir wollen dich gerne in unserem Pokémon-Team haben. Zumindest für eine gewisse Zeit. So, komm, Hyperball, der nächste muss sitzen. Los geht's! Der ging natürlich völlig in die Hose. Und der hat getroffen, allerdings auch kein schöner Wurf, muss man ganz ehrlich sagen. Und? Ah, schade! Wir bleiben am Ball, wir geben noch nicht auf. So schnell gehen wir nicht auf. Übrigens, kleiner Tipp an euch, falls ihr das Spiel auch spielt und euch auch noch die legendären Pokémon schnappen möchtet, kauft euch mindestens 200 Hyperbälle. Wenn nicht sogar 300. Je mehr, desto besser. Kauft euch so viele Hyperbälle, wie ihr könnt. Aber denkt daran, dass ihr danach kein Geld mehr im Spiel habt. Dann müsst ihr wahrscheinlich gegen irgendwelche Trainer kämpfen. Wenn ihr schon alle besiegt habt, dann gegen die Top 4. Damit ihr einfach wieder ein bisschen Geld im Portemonnaie habt. Im Spiel kriegt man nach jedem Pokémon-Kampf immer ein bisschen Geld. Und falls ihr, wie gesagt, nicht mehr genug Geld habt, dann... Oder verkauft Nuggets, macht irgendwas, aber holt euch Pokebälle. Das ist das A und O in solchen Spielen. Nanap-Beere meine ich. Okay, komm jetzt, Hyperball. Komm, der muss jetzt sitzen. Bitte bleib im Ball, Arctos. Das gibt es nicht. Oh, Teppichtörtchen, komm schon. Bleib im Ball. Arctos. Bleib im Ball, Arctos. Komm schon, nein! Arctos, ich habe nicht so viel Glück mit dir. Stimmt's? Premierball, komm, wir probieren mal einen ganz anderen Ball. Der Premierball ist genauso gut wie der Pokéball. Der ist einfach nur weiß. Aber der sieht sehr schön aus. Man müsste sich selbst die Challenge machen, dass man legendäre Pokémon nur in Premierbällen fängt. Weil das sind einfach schöne Bälle, muss man ganz ehrlich sagen. So, oh, komm. Bleib im Ball. So ein schöner weißer Eisball für dich. Komm bitte. Nein. Okay. Ich glaube, ein paar werfe ich noch, dann wechsle ich aber wieder zum Hyperball. Viele waren damals der Meinung, dass Superbälle besser sind, um legendäre Pokémon zu fangen. Ich bin aber der Meinung, das war wahrscheinlich nur Glück. Ich hätte jetzt auch mit einem normalen Pokéball fangen können und dann sagen können, ja, normale Pokébälle sind besser als Hyperbälle. Totaler Quatsch. Hyperbälle erhöhen die Fangquote einfach immens. Das sind die besten Bälle. Neben dem Meisterball, klar. Und dann gibt es noch andere Varianten wie Flottball, Schwerball, aber die gibt es in diesem Spiel nicht. Daher nochmal mein Tipp an euch. Kauft euch diese schwarz-gelben Bälle, die Hyperbälle. Denn irgendwann haben wir auch das Glück und fangen dieses Pokémon. So, jetzt komm. Das kann natürlich jetzt noch 20, 30 Minuten gehen. Wenn wir Pech haben, so lange, bis wir keine Bälle mehr haben. Und so viele Bälle habe ich auch gar nicht mehr. Aber ich bleibe dabei. Nur nicht aufgeben. Wie überall im Leben. Komm. Ja, wir haben's. Das gibt's nicht. Klasse, Arctos wurde gefangen. Super. Sehr schön, Level 50. Und das gibt Erfahrungspunkte, gar nicht so viel. Weniger, als ich dachte. Gut, aber wir haben auch viele Bälle einsetzen müssen. Und jetzt gibt's den Pokédex-Eintrag.
Arktos. Arktos, ein legendäres Vogel-Pokémon, das im Winter die Wasserpartikel in der Luft gefrieren lässt, um Schnee zu erzeugen. Ja, Arktos, wenn es draußen schneit, wisst ihr, aha, Arktos hat wieder irgendwas gemacht. So, wir haben es geschafft. Pikachu, wir haben es geschafft. Alles okay? Pikachu kann kaum glauben, was gerade geschehen ist. Ja, ich bin auch total fassungslos. Und Pikachu, frierst du nicht in deinem Safari-Outfit? Also ich schon ein bisschen. Lass uns mit einem Fluchtseil hier aus der Höhle rauskommen. Wo habe ich denn meine Rettungsseile? Hier. Und wusch, sind wir wieder draußen. Fluchtseile sind auch ganz praktisch, wenn man in einer Höhle ist. Huiuiui. Entschuldigen Sie, können Sie mein Pokémon heilen? Hallo, aber klar doch. Vielen Dank. Aber sehr gerne. Wow, wir haben einen Arktos gefangen. Das ist unglaublich schön. Aber wie wird es jetzt weitergehen? Wohin führt uns unser nächstes Abenteuer? Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Rechts oben kommt ihr zum nächsten Video. Einfach mit eurem Finger da drauf tippen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Bleibt katztastisch.